Wir wollen jetzt einen Blick werfen auf das Thema Recommendations. Recommendations können genutzt werden, um Cross- und Upsellings zu machen. In vielen Unternehmen heutzutage noch von Hand gepflegt, aber auch dafür gibt es intelligente Algorithmen, die auf KI-Basis lernen, welche Produkte sich gut zusammenverkaufen, welches Zubehör relevant ist oder welche ähnlichen Artikel für Kunden relevant sein können. Das möchten wir hier bei unserem Kunden Walbusch zeigen. Wenn ich Sakko suche und jetzt hier aus den Vorschlägen Sakko wähle, dann bekomme ich auf der Produkteteilseite nicht nur das Sakko angezeigt, sondern etwas weiter unten auch passende Cross- und Upselling-Produkte, basierend auf dem, was andere Kunden angeklickt und gekauft haben, aber natürlich auch auf Basis meiner Vorlieben, die erkannt wurden, wie Größe, Stofflichkeit, Farbe, Schnitt etc. Nichts anderes macht auch Mai-Theresa. Hier auf der Produkteteilseite von der Gucci-Tasche werden sinnvolle Ergänzungen gezeigt, wie zum Beispiel ein schönes Armband oder Schuhe, immer mit dem Ziel, den Kunden zu bedienen, ihm Inspiration zu geben, aber natürlich auch die Warenkorbgröße zu erhöhen und damit am Ende des Tages mehr Umsatz zu machen. Der Predictive Basket, auf den wir jetzt einen Blick werfen wollen, hilft Händlern, die Kunden haben, die regelmäßig wiederkehrende Käufe tätigen. Das kommt häufig vor im Bereich Food, aber auch im Pharma-Bereich. Hier zu sehen bei unserem Händler Kastner, der neben Suche, Navigation und Recommendations auch unseren Predictive Basket sehr intelligent eingebunden hat. Und zwar auf der Warenkorbseite sehe ich hier unten einen kleinen Bestellassistenten. Der Predictive Basket analysiert im Hintergrund, wer ist der Kunde, in welchem Zyklus, mit welchen Rhythmen kauft er welche Produkte, in welchen Mengen ein und gleicht das mit dem Warenkorb ab, um so intelligent empfehlen zu können, hey Markus, du brauchst noch Rucola, Schlagobers und geriebenen Mozzarella, um den Besucheransturm in der nächsten Woche zu überstehen. Kastner ist es durch den Einsatz des Fact Finder Predictive Basket gelungen, den durchschnittlichen Warenkorb um 2,4 Produkte zu steigern.